Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forspoken. Wir gehen jetzt mal hier raus. Wir lassen mal den Trank hier zurück. Wir gehen jetzt nämlich irgendwo hier waren noch Ruinen. Die würde ich mir jetzt mal auf der Karte hinaus heraussuchen. Hier. Und wenn wir diese Ruinen durch haben. Oh, hier geht's schon weiter. Was ist denn hier los? Was haben wir denn hier? Maulbeerenquelle. Oh. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder durch diese enge Stelle zurück und werden mal hier ein bisschen die Gegend unsicher machen. Ja, so sieht es eigentlich aus. Natürlich bringen wir es mal hier raus. Na klar. Das ist jetzt natürlich immer der Nachteil, wenn man von irgendwo oben runterfällt. Wir haben unseren ersten verändert. Jetzt habe ich das Gefühl, wir können alles schaffen. Wieder drüben ist halt. Ihr habt mich gesehen, gell? Oh, nicht so gut. Warte mal. Oh, okay. Schon was Neues. Okay. Oh, komm schon. Ich muss mal klarkommen mit meinen ganzen Fähigkeiten hier. Wir müssen sie mal hier hinlocken, bitte. Ich sehe die sonst im Gras nicht. Ich glaube, der wollte seinen Bruder schützen. Sorry, wird nichts. War hier nicht irgendwo eine Kiste? Ach so. Das sind die Ruinen, da wo ich hin wollte. Ein Blocksteinchen. Oder wir gehen direkt mal zur Flucht zurück. Ja, genau. Wir gehen mal dann zur Zuflucht zurück. Und werden uns dann mal ein bisschen aufpowern. Kommen wir denn hier rein in den Eingang? Oh, hier. Kann ich mit den Dingern nicht machen. Wir müssen mal gucken, was wir dann überhaupt bauen können damit. Felsengras. Zielort erreicht. Wie heißt dieses Dorf, diese Stadt? Yep. Volltreffer! Eliminiere alle Feinde, okay. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Ach ja, du! Oh, das sind aber viele jetzt. Jetzt wollte es aber wissen hier. Toll, das hat noch gefehlt. Hab dich. Ha, sogar du fliegst. Oh. Kundschafterin, Sucherin, Magie plus 1. Ich hätte gern meine Belohnung. Hier, das können wir leider nicht mitnehmen. Wo Belohnung? Ich habe fertig. Hä? Meine Belohnung. Nicht zu niemand zu sehen. Da kannst du versehentlich alle verkaufen. Wieso versehentlich?
an Blockstein. Ach hier, da ist die Kiste. Wilder Moschus, das war's. Aber nicht besonders krass hier. Warte mal, da vorne. Was ist denn da vorne noch? Ach, hier ist einfach noch eine Kiste. Blockstein. Oh. Dianthuswald. Ja. Hier war irgendwo noch irgendwas. Da oben. Meine Blüte gar nicht so viel zu tun hier. Was da spähen meine kleinen Äuglein da hinten? Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Kann ich da hoch? Muss ich da hoch? Zeig mal her, Ralf. Nicht so, aber da gibt's noch was. Da ist eine Rätselkiste. Ich möchte diesen Kaktus mitnehmen. Ich fühle mich echt verkackeiert. Ich möchte aber auch nicht das Spiel auf schwer stellen. Ich finde, die großen Gegner sind schon eine sehr starke Herausforderung. Wollten wir nicht eigentlich mal zurück zu den Kindern? Nein, verdammt. Da oben. Oh, da vorne gibt es wieder viel zum Sammeln. Ja, wir müssten eventuell mal zu den Kindern zurück. Warum bin ich jetzt eigentlich Sucherin? Weil ich hier alles abgesucht habe, oder was? Hey Leute, na? Cool, euch kennenzulernen. Da oben drauf rumlaufen, aber ich glaube, da darf man nicht drauf rumlaufen. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Wir gehen aber auf jeden Fall erstmal hin. Nein, halt, vergessen. Frei, wir müssen wieder hoch. Ja, so langsam komme ich klar mit dem Zeug. Die haben Parkour. Jung. Ein bisschen geübt sein hier. Habe ich das eingesammelt? Ja. Hatte ich nicht hier? Ach, da drüben, das habe ich gesehen. Ja, oh, was war jetzt los? Jetzt hat aber gar nicht hier rumgeruckelt. Marvin, nicht schwach. Mach dich auf was gefasst. Ja, super. Umsonst. Pflanzen gebastelt. So, dann gehen wir mal zu den Gebilde. Und ich will mal hier runter gucken. Ist da irgendwas? Weil es wäre echt doof, wenn wir jetzt irgendwo vorbeikommen. Und wir können kein Bild machen, weil ich voll bin. Weil die Speicherkarte ist nämlich so klein. Im Handy.
hier soll auch Bruch sein, oder? Der geschlängelte Bruch. Komm hier raus? Ja. Oh. Oh, guck mal da. Steht hier einfach so eine Kiste rum. Nehmen wir doch mit. Also bitte. Mal sehen. Was haben wir hier? Irgendwas Cooles, sicher. Alte Münze. Ach, hier waren wir schon. Ach, wir sind wieder. Guck mal, wir sind wieder zurück. Hä? Das ist echt wiedergekommen. Wir haben das hier doch alles schon eingesammelt. Nee, wir haben das da eingesammelt. Ach, um den Glockenturm war so viel los. Interessant. Ich würde sagen, ich schaue mal ganz kurz auf die Karte. Wir haben jetzt hier noch ein paar Kistchen. Das ist aber nicht so schlimm. Lassen wir es einfach mal hier. Ich würde gerne mit euch mal zurück nach Zipal gehen. Hier rumsetzen. Ja, hier waren wir überall noch nicht, gell? Xenos. Doch, Xenos Gilde waren wir doch schon. Da müssten wir eigentlich da nochmal hin. Monument der des Rechts. Hier war auch noch nicht. Hä? Was habe ich denn hier gemacht? Nichts scheinbar. Okay, wir gehen mal zurück nach Zipal. Was ist denn da los? Ach, da ist ein Abstecher. Wir können ja dann an sich, schneller Ortswechsel. Da kommen wir nicht rüber. Das ist ein bisschen schade. Ruinen von Plebus. Müssen wir wahrscheinlich von hier drüben. Da kommen wir aber erst später hin, gehe ich mal davon aus. Heilige Gipfel. Ah, das hört sich irgendwie später an. Wir gehen dann... Hier ist ein kaputter Wagen. Ja. Okay. Wir gehen jetzt erstmal zurück nach Zipal. Und zeigen den... Was ist das denn? Bücherladen. Achso. Ja. Achso, stimmt. Wir warten ja, wir sind ja mal draußen. Oh. Hey Kinder, ich bin wieder da. Ich war in den Ruinen von... Warte, ich erzähl's euch. Ich erzähl's euch ganz genau, wo wir waren. Wir waren hier im Dentuswald und wir waren in den Ruinen von Xeno. Aber ich hatte leider kein Bild gemacht, weil mein Film schon voll war. Aber die könnt ihr haben. Oh, du bist das! Hast du uns Bilder mitgebracht? Na klar. Hier, schaut mal. Wow! Das ist genial! Sieht es da draußen wirklich so aus? Ich will mehr sehen! Bitte! Oh, bitte! Okay, okay, verstanden. Ich bringe euch später mehr Bilder mit. Ja! Du kannst jetzt den Filter Monochrom für Fotos benutzen. Du kannst jetzt den Rahmen Zeitung für Fotos benutzen. Cool. 10 Fotos zeigen. 4 brauchen wir noch. Ich überlege gerade, wieso... Was ist mit dem? Ich will wissen, wie der Rest von Ethia aussieht. Was du uns wohl noch zeigen wirst? Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, aber wir werden euch das Scheißen... Scheißen zeigen. hier war doch noch irgendwas. Ach nee, das ist das. Hä? Da ist ein Event. Wir gehen mal zu diesem Event, wenn wir einmal in Zipal sind. Einmal zu Hause sind hier. Du bist sehr komisch wieder mit deinen Knie. Deinen nackten Knien. Wir sind mal wieder hier, um zu klauen.
Feuerholz. Ach so, nichts. Ich mach dir keine Angst, was? Nee. Aber du warst nicht gemeint. Ach, hier. Halt, wartet, Kinder, kommt her. Ich habe... Hast du das gesehen? Sie wollen einfach nicht auf mich hören. Ich glaube, das passiert ihm öfter. Den Kindern in Ethia liegt nichts an ihrer Bildung. Nichts. Das ist freilich nicht allein ihre Schuld. Meine Lehren machen sie nicht satt. Zumindest nicht heute. Doch, wenn sie nicht lernen, ans Morgen zu denken, ließen sie sich nur unterrichten. Doch, nein, ich stoße auf taube Ohren. Ich kann's ihnen nicht verübeln. Sie haben viel durchgemacht. Olivia war die Ausnahme, armes Kind. Sie hat mir immer brav zugehört. Hätte ich ihr das Lesen beibringen können, wäre gewiss ihre Liebe zum Lernen aufgeblüht. Wie, Sie können nicht mal lesen? Du könntest, keine Ahnung, mit einfachen Reimen oder so anfangen. Ja, geniale Idee. Den Versuch ist es allemal wert. Danke dir. Die Gabe der Weisheit ist äußerst kostbar. Ich werde es mit deiner Methode versuchen. Entschuldige mich nun bitte. Du verteilst Perlen der Weisheit in der ganzen Stadt. So hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, Frey. Das sollte keine Lektion in Pädagogik werden. Aber okay. Ah, danke noch einmal, dass du Robian zu uns zurückgebracht hast. Er spielt für Sir Paul in der Tat eine überaus wichtige Rolle. Und mir ist er auch wichtig. Ich schätze ihn als Freund sehr hoch. Ich frage mich die ganze Zeit, wie der seinen Hut aufhängt oder aufstellt in seiner Wohnung, in seinem Zimmer oder wie auch immer. Was hängt er das hin? Hat er eine Büste? Was ist mit ihm? Was ist mit ihm und seinem Hut? Wir schauen uns erstmal an, was wir jetzt über ihn wissen. Treehy, denk an die Zukunft. Ein leidenschaftlicher Lehrer, der vom fehlenden Wissensdurst der Kinder in Sir Paul enttäuscht ist. Frey traf Treehy oder Treehy, als er gerade darüber verzweifelte, dass er in seinen jungen Mündeln keine Liebe zum Lernen wecken konnte. Eine spontane Bemerkung, die sie machte, brachte ihn dazu, seine Lehrmethodik grundsätzlich zu überdenken und es mit weniger traditionellen Mitteln zu versuchen. Wir haben den Ratsherrn kennengelernt, aber hier gibt es noch etwas. Das ist noch ein Event, das nehmen wir natürlich mit, wenn wir einmal hier sind. Oh, was haben wir hier? Wir gehen mal zum Markt. Achso, ich kann ja hier nicht schnell rennen. Nicht, dass ich hier noch Leute umrenne. Wäre nicht so gut. Hallo, na, ich bin zurück. Geht's euch gut? Ja? Okay. Schönes Wetter heute, ne? Hallo, guten Tag. Nicht so müde, bitte. Hallo, die Damen. Hallo. Hallo, Frau. Oh, hallo. Wer bist denn du? Bist du neu? Deine Miezekatze da. Hey, sowas kenne ich als Katzenspielzeug. Gut erkannt. Ja. Man sieht, ich gebe meine ganzen Puppchen bei ihr aus. Katzenfreundin bist. Wenn dir etwas gefällt, können wir einen Tausch machen. Anderen Katzenliebhaberinnen helfe ich doch gern. Kriege ich was für die alte Münze? Stopfst du dir ernsthaft deine Taschen mit diesem Müll voll? Das ist wunderbar, Schatz. Such dir was aus. Wir werden alles bei ihr kaufen. Alles. Alles. Katzen. Mit etwas Fantasie kannst du dir vorstellen, wie ein gewisses kleines Wesen seine Krallen daran schärft. Kratztafel, Katzengras, Ball, Kochtopf. Mit etwas Fantasie kannst du dir vorstellen, wie ein gewisses kleines Wesen es sich darin gemütlich macht. Oh nein, wir haben voll wenig Mist.
Okay, wir kaufen erstmal die Kratztafel. Ja? Das hier lieben. Oh, eine Kratztafel. Och, wie süß. Ein Katzenspielzeug, das von einem Zimmermann entworfen wurde, der es leid war, dass ihm sein mit scharfen Krallen bewährtes Kätzchen ständig die Wände zerkratzte. Anderen Katzenbesitzern gefiel die Idee so sehr, dass sie ähnliche Stücke in Auftrag gaben. Leider mussten sie erkennen, dass das Spielzeug wenig nützt, wenn man die Katze nicht davon überzeugen kann, sich daran die Krallen zu wetzen. Die Kätzchen? Sie ist eine verrückte alte Katzenfrau, glaube ich. Katzengras. Katzengras, auch wie süß. Diese Grasmischung wurde von einem aufmerksamen Kognoszenten erfunden, der beobachtet hat, wie ein paar streunende Katzen vor seinem Haus ein paar Gräser anknabberten. Nach einigen Experimenten fand er eine Zusammenstellung, die für die Stubentiger sowohl lecker als auch nahrhaft war. Derselbe Kognoszent begann zusammen mit ein paar Kollegen der Frage nachzugehen, warum Katzen, die von Natur aus Fleischfresser waren, so viel Gras fraßen. Leider mussten sie ihre Forschung aufgrund des Bruchs abbrechen. Okay, entweder den Ball oder den Kochtopf. Fröhlich damit spielt. Wir haben was zum Kratzen, wir haben ein Katzengras. Ball oder einen Kochtopf? Wir nehmen mal einen Kochtopf, oder? Ein gewöhnlicher Kochtopf, der von einem Katzenliebhaber in ein gepolstertes Katzenbett verwandelt wurde. Auch wenn man seine Katze vielleicht zum Ausprobieren animieren muss, so ist doch jedes Tier, das mutig genug ist, sich hineinzuwagen, schnell von dem flauschigen Heim begeistert. Außerdem lässt sich das Kissen einfach herausnehmen, sollte man im Topf etwas kochen wollen. Wir haben leider nichts mehr, die wilde Katzenfrau. Vertraute Besucher fremden auch in ihrem Zimmer. Ja, ich will. Ja, ich will. Ich will dich sehen. Warum? Ja. Eklar. Ach, wir haben Eklar drauf, stimmt. Gebad. Ja, wie cool. Wir haben noch ein paar Püppchen. Wer von euch wollte denn Püppchen haben? Du wolltest, ich glaube, wolltest du Püppchen? Womit kann ich dienen? Ich weiß noch nicht. Nee. Wir du hast geben also nichts Münzen. Gefunden? Hm. Ja. Vielleicht nächstes Mal. Nein, niemals. Niemals. Wir werden alle unsere Münzen für Katzenkram ausgeben. Dann schauen wir mal, nicht wahr? Zin, seine Stimme ist irgendwie total... Regendach? Nee, warte mal. Ein Umhang, der die Dauer der negativen Statuseffekte erinnert. Seltener Pilz, der als hochwertige Werkstoff begann. Mit Metallklumpen. Oh, na gut. Nächstes Mal vielleicht. Ja, weiß ich noch nicht genau. Hey, ich habe Katzenspielzeug gekauft. Ich will sofort sehen. So, hier haben wir das Partner. Da ist ein Event. Ach, das Event ist oben. Robian? Robian vielleicht. Habe ich irgendwas für den Robian gefunden? Klopf, klopf. Wer ist da? Ich. Oh, Orden. Ordi, hallo. Was kostet da? Oh, das riecht aber lecker. Das sieht ein bisschen verkohlt aus hier links. Ein bisschen aus wie verkohlter Müll. Ich nehme das in der Mitte, okay? Ich habe dir immer noch nicht richtig gedankt, oder? Ist egal. So war der Deal. Ja, die Bücher für Vaters Notizen zu den Toraner. Es ist nur, du hast mir viel mehr als ein paar Bücher gebracht. Ehrlich, Frey. Ich muss doch etwas für dich tun können. Komm schon, irgendwas. Okay, kannst du mir was machen? Hab schon ewig nicht selbst gekochtes mehr gegessen. Oh, Was?
Oh, nichts. Versprochen ist versprochen. Tja, mal sehen. Hättest was sagen können, weißt du? Oh. Wundert mich irgendwie. Du bist doch sonst immer so überperfekt. Leider nicht, wie du siehst. Ja, ich seh's. Ich hab ihr doch gesagt, ich will das nicht aus dem linken Topf. Was soll denn das jetzt? Das war echt viel Arbeit, so, also probieren wir es auch. Hatte ich's mir vorgestellt. Du musst dich wirklich nicht zwingen, bitte. Ach, wie gesagt, ist das erste Mal seit langem, dass wer für mich kocht. Tut mir echt leid. Hey, ich hab dich gebeten zu kochen. Und mir hat's Spaß gemacht. Mir auch. Sollen wir nächstes Mal lieber was trinken gehen? Das wäre schön, ja. Ordenshausmannskurs, was ist das denn? Verkohltes Hähnchenkeulchen und ein paar verbrannte Brötchen? Orden hat zweifellos viele Talente, aber Kochen gehört nicht dazu. Früher verbrachte sie gern in der Zeit in der Küche, aber angesichts der wenig enthusiastischen Reaktionen auf ihre, naja, Kreation, scheint ihr die Lust darauf irgendwann vergangen zu sein. Es liegt aber nicht unbedingt nur an Orden selbst. Ihre Mutter war eine äußerst praktisch denkende Frau und alles andere als ein Genussmensch. Insofern wurde Orden das Kochen nicht gerade in die Wiege gelegt. Also wir nehmen Ordens Essen mit auf Reisen. Dankeschön. Du bist wirklich mutig. Ja. Ich hätte es der Armen freimütig gesagt. Diesen Fraß würde ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind vorsetzen. Oder so ähnlich. Oh, glaub mir, das hätte ich fast. Das ist ja ein bisschen gemein, ey. Bisschen gemein. Guck mal, gehen wir rein. Hallo? Ach, hier ist der Orden. Bist du immer noch verrückt? Ach, nicht der Robian. Bist du immer noch verrückt? Hallo, Bruchbob. Ordi. Meine liebste kleine Ordi. Oh, er ist so süß. Er ist wirklich ein sehr süßer kleiner alter Mann. So, hier ist es sehr hell. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.